Wir freuen uns, euch und Sie heute begrüßen zu können zur Introveranstaltung über das Verhältnis von Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse zur Studierendenbewegung der 1960er Jahre. Hanning Vogts, den wir heute zu diesem Thema eingeladen haben, wird nicht nur den zeitgeschichtlichen Hintergrund beleuchten und entgegen den vielen durchsichtigen Abgesängen der letzten Jahre in ein rechtes Licht rücken. Er wird zudem versuchen, die unterschiedlichen Konzepte von Adorno, Marcuse und Vertreterinnen der Studierendenbewegung auch aus heutiger Sicht zu bewerten. Dabei wird er beispielsweise Fragen aufwerfen, ob es in aktuellen linken Kämpfen ähnliche Konfliktlinien gibt und ob uns Erfahrungen früherer Generationen für heutige Emanzipationsentwürfe helfen. Wir von der Assoziatione der Vitalpe haben uns in den vergangenen Jahren sehr für den kritischen Gehalt des Adornoschen Denkens interessiert, der so etwas wie eine Ideologie und gesellschaftskritische Konstante unseres Arbeitens geworden ist. Daher ein paar Worte von uns vorweg. Was die aktuelle zeitgeschichtliche Aufarbeitung angeht, stellt man Folgendes fest. Wenngleich man sich heute kaum noch im Feuilleton und im Wissenschaftsbetrieb mit der kritischen Theorie auseinandersetzt, nahm man sie dennoch in den letzten Jahren pünktlich zu Jahrestagen begierig auf und führte sie mitsamt der Geschichte der 68er Bewegung der Aufarbeitung unserer linken Vergangenheit zu. Da ist zum einen der Jahrestag von Adornos 100. Geburtstag im Jahr 2003, bei der darauf bezogenen offiziellen Konferenz in Frankfurt mit Leuten wie Jürgen Habermas, Axel Honneth und Albrecht Wellmer blieb nichts mehr vom gesellschaftskritischen Gehalt von Adornos Denken über. Diese Vertreter der sogenannten zweiten Generation der kritischen Theorie konnten dort eine Aktualität von Adorno gerade noch so in ästhetischen Figuren entdecken, indem sie ihn zum Vorläufer von der aufklärungsfeindlichen Postmoderne verbogen. Oder aber man sah Adornos Aktualität in der Selbstbestätigung der eigenen Anerkennungstheorie. Eine solche Anerkennungstheorie ist nicht sehr viel mehr als der verzweifelte Versuch, die verheerenden Folgen des Kapitalismus durch Demokratieschulung zu kompensieren, was nicht sehr viel mit Adorno zu tun hat. Adornos Analyse des postnarzisstischen Nachlebens des Antisemitismus in und durch die Demokratie und seine Kritik der Kulturindustrie als nachgeschleiftes kapitalistisches Bedürfnis werden so in den Kanon pluralistischer Meinungsbildung eingereiht. Seine Kritik des Kapitalismus als verselbstständigter Gesellschaft, auf der seine Analysen fußen, ist damit abgewickelt und gut verdaulich eingereiht. In diese Kerbe schlagen auch die meisten Biografien, die vom Konflikt der kritischen Theoretiker und die Einschätzung der Studierendenopposition behaupten, dieser wäre Konsequenz der Theorien des mit den Studierenden brechenden pessimistischen Adorno und des Randgruppenrevolutionärs Marcuse. Dieser Art wird sich nicht mit den Gehalten der Theorien auseinandergesetzt, aber schnell ein Adjektiv für sie gefunden. Zugleich wird beispielsweise geflissentlich übersehen, dass Adorno bis zum Ende in solidarischer, aber kritisierender Nähe zu Aktiven aus dem SDS, also aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, verblieb. Solche Behauptungen, ich zitiere den Adorno-Schüler Detlef Clausen, dienen nur der Abwehr eines singulären, überindividuellen Projekts namens kritische Theorie. Zitat Ende. Denn schaut man genauer hin, fällt vor allem auf, dass Adornos Kritik an der Studierendenbewegung ihr zwanghafter Impuls zur Praxis ist. Oder in den Worten Adornos, Zitat, krampfhaft die objektive Verzweiflung durch den Hurra-Optimismus der unmittelbaren Aktionen zu überschreien, um es sich psychologisch leichter zu machen. Zitat Ende. Von diesem Zusammenhängen wird Hanning uns heute sicher noch berichten. Ein anderer, der kollektiven Abwehr und Amnesie dienlicher Jahrestag, wurde vor 3 Jahren gefunden, als sich der Höhepunkt der Studierendenbewegung 1968 zum 50. Mal jährte. Ambivalent sah man sich einerseits als legitime Nachkommen eines offeneren und faschismusgeläuterten Deutschlands. Andererseits wollte und will man sich mit der autoritären Aufhebung der Studierendenopposition in Form von K-Gruppen
und rotem Terrorismus nichts zu tun haben. Den vielen steilen Karrieren von damals Aktiven in K-Gruppen wie des Parteigrünen Jürgen Trittin und ehemals aktiven RAF-Sympathisierenden wie Otto Schily von der SPD zum Trotz. Letzte Woche hatten wir Jens Benecke für eine Veranstaltung geladen, der uns einen Einblick in die roten 1970er Jahre und in diese skurrile Wendung von den Antiautoritären zu den deutschen Sekundärtugenden propagierenden berufsrevolutionären K-Gruppen gewährte. Eine seiner Thesen ist, dass diese Entwicklung mit dem Relevanzverfall des SDS und der außerparlamentarischen Opposition einsetzte, vorangetrieben durch den mit Geduld und Wunschenergie beseelten Praxisfetisch der Aktiven. Dass dies auch Ergebnis einer misslungenen bzw. gar nicht vorgenommenen Aufarbeitung der deutschen Nazi-Vergangenheit ist, mit der man sich an anderer Stelle krönte, zeigt die deutsche K-Gruppen-Manier obrigkeitshöriger Kaderstruktur. Die nötige Analyse des deutschen Antisemitismus, für die die kritische Theorie steht, hat man schnell gegen die Rede vom faschistischen Antikommunismus eingetauscht, als dessen Opfer man sich selbst gerne gesehen hat. Dies kann man schon bei Rudi Dutschke nachverfolgen, einem der führenden Köpfe der Studierendenbewegung. Letzte Woche haben wir die These aufgestellt, dass sich eine ähnliche Wendung auch im derzeitigen Kurswechsel von den Antideutschen zu den Antinationalen erkennen lässt. Dies natürlich in einem sehr viel bescheideneren Umfang, also nur bezogen auf die Antifa-Szene. Diese Wendung ist nun keine vom Anti-Autoritarismus zu autoritären Strukturen, wie vormals eben von der Studierendenopposition der 68er Jahre, der kritische Theorie beeinflusst, zu den K-Gruppen, aber eine von der Gesellschaftskritik zum Praxisfetisch. Als Vorantreibende sehen wir dort vor allem das bundesweite ums ganze Bündnis und ihre federführenden Berliner Regionalgruppe Top Berlin. Diese folgt seit längerem dem Antrieb eines raschen Abkochens von Kritik zu Demoparolen und Phrasen einer marxistischen Gruppe und kultiviert den Drang nach Praxis und das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Relevanz. Dort werden mittlerweile offen ideologiekritische Essentials zurückgenommen und es wird wieder Bündnisarbeit mit Antisemitinnen betrieben. In einem Gestus, das damit alles gesagt sei, wird Kritik dann verworfen, dass, so Top Berlin, Zitat, Ideologiekritik und neue Marx-Lektüre für den Arsch seien, Zitat Ende, wenn sie nicht aufgehen in geschäftiger Praxis mit Bündnissen. Zitat, wo man dann eben auch mal mit Arschlöchern zusammensitzt. Also so auf einer Podiumsdiskussion, ein Vertreter von Top Berlin. Wichtig scheint dort vor allem zu sein, sozialrevolutionär die Wut der Systemverdrossenen abzufischen und in Bündniskadern geleitete Bewegungsenergie zu kanalisieren. Solchem Treiben sei knapp Adornos Bonmot entgegengesetzt, dass der Studierendenbewegung damals galt. Wer denkt, ist nicht wütend. Denken hat Wut sublimiert. Aus den genannten Gründen für die Vertiefung dieser Zusammenhänge haben wir Hanning Vogt eingeladen, uns zu den Wurzeln der Auseinandersetzung um Theorie und Praxis in der Studierendenbewegung zu führen. Also übergebe ich dir, Hanning, das Wort und freue mich auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bei der Assoziation Welt Halpe bedanken und der Rosa-Luxemburg-Initiative Bremen für die Einladung. Vielen Dank für die schöne Einführung auch. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass ich letzte Woche nicht hier war, weil ich eben Bennekes Buch auch mit sehr viel Gewinn gelesen habe und so das Gefühl hatte, es wäre gut, mit ihm mal zu sprechen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit nochmal, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er eigentlich beim Lesen dieser Texte, beim Aufarbeiten dieser historischen Debatten ganz ähnliches Begehren hat wie ich, nämlich sich diese Dinge, also diese linke Bewegungsgeschichte mit einem heutigen und theoretisch geschulten Blick anzuschauen, nicht so primär mit einem politischen, also einem aktuellen politischen Interesse, sondern eher erstmal so zu Erkenntniszwecken, also erstmal um überhaupt mal rauszufühlen, was da so alles drin ist. Und eben ohne, wie das ja viele Leute machen, die damals dabei waren, eben noch immer so Autobiografie zu betreiben. Deswegen hätte ich es ganz spannend gefunden. Und eigentlich spreche ich ja auch falsch. Ich hätte eigentlich vor Benecke sprechen müssen. Das hat sich leider nicht so ergeben. Wie gesagt, ich werde hoffentlich weniger als eine Stunde sprechen.
Wenn ihr so Verständnisfragen habt, ich zu laut, zu schnell, zu leise, was immer spreche, sagt es mir gleich. Diskussionen sonst gerne am Schluss. Also zum Thema des heutigen Abends, der Wechselwirkung eben der kritischen Theorie mit der Studierendenbewegung der späten 60er, ist ungemein viel gesagt und geschrieben worden, ist gerade auch schon gehört, und 68 verkommt eigentlich schon länger zu so einer reinen Chiffre, zu einem leeren Signifikanten, wo sich dann jeder so reinfropft, was ihm gerade passt. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was 2008 zum 40. Jubiläum so alles veröffentlicht worden ist, dann wird man das Gefühl nicht los, dass es da eigentlich hauptsächlich um Anekdoten und Mythen geht und dass eben immer noch da vor allem die Leute daran beteiligt sind, die sozusagen aufgrund ihrer Lebensgeschichte dort selber aktiv beteiligt waren an diesen Ereignissen. Und die Ereignisse, das ist eigentlich immer gut, das nochmal zu wiederholen. Das meint ja ganz unterschiedliche Dinge. Das meint ja nicht nur Hochphase und Niedergang der antiautoritären Studierendenbewegung 67, 68. Das meint ja auch sowas wie den Pariser Mai, den Prager Frühling und ähnliche Dinge. Und ich würde sagen, diese Phase kann man dann ungefähr ziehen bis zum Tod Adornos 69. Jedenfalls ist es in Deutschland oft so, wenn über 68 gesprochen wird, dann gibt es öfter mal so ganz anregende Aufarbeitungen dessen, aber meistens geht es tatsächlich so um Mythenproduktion und wie das immer so ist, wenn über Geschichte gesprochen wird, auch ganz viel um aktuelle politische Zwecke. Beispielsweise, wenn man versucht, wie das ja häufig getan wird, 68 auf die Vorgeschichte des linken Terrorismus zu reduzieren, wie zum Beispiel auch in diesem, auch ansonsten ziemlich furchtbaren Film Baader-Meinhof-Komplex, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, wo also erst die Demonstrationen gegen den Schah kommen und dann der Kaufhausbrand und dann die RAF, das ist so ein Ding. Oder auch, wenn man sich die Grünen anschaut, die ja bis heute eigentlich immer noch so dabei sind, sich zu den wahren Erben der 68er zu stilisieren. Und ärgerlicherweise ist eben auch die politische Linke und auch die radikale Linke an dieser Mythenproduktion weiterhin beteiligt. Und deswegen finde ich eigentlich, dass so wirklich kritische Aufarbeitungen immer noch zu wenig gemacht werden. Und dazu kommt eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass die Auseinandersetzung immer noch mit irgendwelchen Eitelkeiten durchzogen ist von den Leuten, die selbst dabei waren und eben immer noch ganz viel die Geschichtsschreibung dazu in den Händen haben. Genau. Kritische Theorie und Studierendenbewegung, so eine Überschrift wirft zahlreiche Fragen auf, zum Beispiel die, wie der Einfluss der kritischen Theorie auf die Studierendenbewegung einzuschätzen sei, unter welchen Umständen die Rezeption kritischer Theorie in der frühen BRD eben in diesen studentischen Kreisen stattgefunden hat. Und auch, wie es dann zu den Konflikten kam zwischen Studierendenbewegung und den kritischen Theoretikern in Frankfurt oder in Berlin. Und auch, welche Linien sich im politischen Denken ziehen lassen von der kritischen Theorie über die Protestbewegung und ihr Politikverständnis möglicherweise eben bis zur heutigen radikalen Linken. Mein Vortrag ist allerdings weniger ein historiografischer. Ich interessiere mich eher für diesen, Olli hat es auch schon gesagt, für diesen Zusammenhang zwischen kritischer Theorie und Protestbewegung in den späten 60ern aus einem bestimmten Grund, weil ich nämlich glaube, dass die deutsche und internationale Studierendenbewegung eine Protestbewegung war, die doch zum Teil sehr eng an die kritische Theorie geknüpft war, inhaltlich und auch personell, und die sich deswegen ganz gut eignet, um zu untersuchen, wie sich eine kritische Gesellschaftstheorie eigentlich zu einer politischen Praxis verhalten kann. Und ich möchte mich eben diesem Themenkomplex anhand des Denkens von Herbert Marcuse und Theodor W. Adorno nähern, also zweier Denker, zentraler Denker der kritischen Theorie, die auf ihre Weise sehr eng mit dieser politisierten, mit diesen politisierenden Studentinnen und Studenten verbunden waren und die beide auf ihre Art auf diese Protestbewegung reagiert haben und die zwischen 67 und 69, darum wird es auch gleich noch gehen, auch sehr explizit in Briefen um die Einschätzung dieser Studierendenbewegung gestritten haben. Und ich hoffe eigentlich im Laufe des Vortrags zeigen zu können, warum Marcuse diese Protestbewegung im Großen und Ganzen recht enthusiastisch begrüßte, während Adorno sich dann doch zunehmend der Kritik, der politischen Kritik dieser Bewegung zuwandte. Und genau. Kurz zur Struktur. Ich mache jetzt erst ein paar Bemerkungen zum historischen Kontext der 60er. Als zweites möchte ich dann darstellen, wie Adorno und Marcuse sich konkret zu dieser Protestbewegung geäußert haben. Was deshalb nicht banal ist, weil sich da immer noch so ziemlich hartnäckig so einige Mythen halten, du hast schon gesagt, pessimistischer Adorno, Randgruppen Marcuse. Und als drittes möchte ich dann versuchen, die Unterschiede in dieser Einschätzung der Studierendenbewegung bei den beiden zu erklären unter Rückgriff auf das, was ich in meinem Buch, das denselben Titel trägt wie dieser Vortrag,
mehr schlecht als recht die politisch-theoretische Gegenwartsdiagnose Marcuses und Adornos genannt habe. Gemeint ist damit so eine Art politischer und theoretischer Standpunkt Marcuses und Adornos gegen Mitte und Ende der 60er Jahre, die ihre Reaktion auf die Studierendenbewegung zwar nicht logisch ableitbar, aber zumindest hermeneutisch verstehbar macht. Ich behaupte sozusagen, dass bei Adorno und Marcuse Mitte und Ende der 60er Jahre, also schon weit vor der heißen Phase der Studierendenbewegung, einigermaßen absehbar war, wie die beide auf so eine Protestbewegung linker, junger Intellektueller reagieren würden. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass ihre jeweilige Reaktion auf die studentische Revolte sich unter Rückgriff auf ihr Verständnis der Gegenwartsgesellschaft, des politischen und der praktischen Möglichkeiten kritischer Theorie verstehen lässt. Und also, damit behaupte ich nicht, das wirklich in dem Sinne erklären zu können, warum sie sich so und nicht anders verhalten haben, weil ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube allerdings, dass man dann sagen kann, dass ihre Reaktion nicht mehr im eigentlichen Sinne überraschen kann, wenn man sich ihren theoretischen Standpunkt zu dem Zeitpunkt etwa anschaut. Ich werde das, was ich eben politisch-theoretische Gegenwartsdiagnose nenne, an zwei Punkten erläutern. Einerseits am Verhältnis der Struktur, also im Verständnis der Struktur der spätkapitalistischen Gesellschaft in den 60ern und dann am Verständnis des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Andere wichtige Punkte muss ich aus Zeitgründen einfach aussparen. Also Verhältnis zum Demokratiebegriff, zur sogenannten Dritten Welt, zur Krisentheorie, zur Aktualität des Marxismus und so weiter. Alles Dinge, wo man vielleicht in der Diskussion drauf zu sprechen kommen kann. Also jetzt erstmal zum zeitgeschichtlichen Hintergrund. Ich fange an mit einem Zitat von Leo Löwenthal, enger Mitarbeiter von Max Horkheimer, der in einem Gespräch 1980 Folgendes formuliert hat. Ich zitiere: Schon der ganze Anfang mit unserer interdisziplinären Ausrichtung und Zusammenarbeit im Rahmen unserer politischen Philosophie, dann in der Emigration der zähe Wille, diese Tradition aufrechtzuerhalten, die einzig fortschrittliche Stimme des deutschen Geisteslebens, das ist wohl außerordentlich. Adornos Wort von der Flaschenpost trifft diesen Sachverhalt ja ganz genau. Wir alle haben uns dann freilich in den 60er Jahren sehr gewundert, mit welchem Knall diese Flasche entkorkt worden ist. Jeder von uns hat verschieden darauf reagiert. Als deutsche Juden und kritische Marxisten hatten Marcuse und Adorno, wie ihre Kolleginnen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, ins Exil gehen müssen, um dem nationalsozialistischen Terror zu entkommen. Die von Horkheimer seit 1930 grundgelegte kritische Theorie hatte ursprünglich das Ziel gehabt, den Marxismus ganz unabhängig von realen Machtinteressen und realer Parteipolitik kritisch und philosophisch neu zu durchdenken und sich dabei vor allem die Frage zu stellen, warum die von Marx vorhergesagte Weltrevolution nicht erfolgt und die deutsche Revolution von 1918 gescheitert war. Dabei stellten diese kritischen Marxisten und Marxistinnen, inspiriert durch die Psychoanalyse und damals aktuelle Debatten der empirischen Sozialforschung, neue Fragen an die Gegenwart, die im zeitgenössischen Marxismus, der zu der Zeit eben meist ein ganz orthodoxer und dogmatischer Parteimarxismus war, völlig ignoriert worden waren. Im Laufe der 30er und 40er Jahre und im US-amerikanischen Exil machten die kritischen Theoretiker dann aber bekanntermaßen zahlreiche historische Erfahrungen, die Einfluss auf ihr politisches und philosophisches Denken hatten. Ich denke, dass man das gar nicht genug betonen kann, wie sozusagen dieser wissenschaftlich innovative und politisch revolutionäre Anspruch der kritischen Theorie durch diese historische Entwicklung dann gebrochen worden ist. Und die historische Entwicklung, das meint eben das Scheitern der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik, die Faschisierung Europas natürlich, die Stalinisierung der anfangs noch mit Hoffnung beobachteten UdSSR, die Entwicklung von Massendemokratie und Massenkultur im amerikanischen Exil und schließlich aber natürlich die Erfahrung von Auschwitz. Der industrielle Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Schwulen und Lesben und anderen Menschen, die nicht in das Weltbild der Deutschen passten, stellte für die Denker der kritischen Theorie einen zentralen Einschnitt in die menschliche Geschichte dar. Und meiner Meinung nach ist die kritische Theorie auch eigentlich bis heute eine der wenigen Stoßrichtungen marxistischer Philosophie, die diesem Einschnitt angemessen Raum im Denken gegeben haben. Obwohl die kritische Theorie schon zu Weimarer Zeiten die zerstörerischen Kräfte der entfesselten Moderne und auch den antisemitischen Wahn untersucht hatten, waren ihre Protagonisten ob der Dimension des deutschen Verbrechens ebenso entsetzt wie alle jene, die eine derartige Barbarei schon in der Theorie für unmöglich gehalten hatten. Bei Adorno und Horkheimer verdichtete sich die Verzweiflung über die historische Entwicklung in ihrem gemeinsamen Hauptwerk Dialektik der Aufklärung zu einer radikal zu Ende gedachten Vernunft- und Zivilisationskritik. Die Geschichte der europäischen Zivilisation seit der griechischen Antike wird hier als ein dialektischer Prozess rekonstruiert,
indem die Möglichkeit der Freiheit sich immer gleichzeitig mit der Realität der Herrschaft über Natur und den Menschen vergrößert. Aufklärung, die das Ziel gehabt hatte, menschenwürdige Verhältnisse zu errichten, war in den deutschen Vernichtungslagern in die totale Barbarei umgeschlagen. Und wenn sie auch sozusagen den Impulsen der marxischen Gesellschaftskritik weiterhin verbunden blieben, hatten Horkheimer und Adorno doch die Hoffnung aufgegeben, dass ihre Kritik noch politisch wirksames Gehör finden würde. Und deswegen begegnet uns am Anfang der 40er Jahre auch das erste Mal diese Idee von der Flaschenpost, die diesem Vortrag den Titel gibt. Ich zitiere aus der Dialektik der Aufklärung: Wenn die Rede heute an einen sich wenden kann, so sind es weder die sogenannten Massen, noch der Einzelne, der ohnmächtig ist, sondern eher ein eingebildeter Zeuge, dem wir es hinterlassen, damit es doch nicht ganz mit uns untergeht. Flaschenpost ist der Begriff der kritischen Theorie für den Umstand, dass spätestens seit den 30ern die kritische Theorie der Gesellschaft kein Subjekt und keine Bewegung mehr vorfindet, an die die Kritik sich richten kann. War ja die Arbeiterinnenbewegung der klassische Adressat der Gesellschaftstheorie seit Marx, wie in den USA vollständig in die Massengesellschaft integriert worden war oder wie in Deutschland in weiten Teilen eben dem völkischen Wahn verfallen war. Und das Bild funktioniert dann eben so, das dürfte ja auch bekannt sein, dass einem sozusagen noch übrig bleibt, die Kritik in der Flasche zu verkorken, sie ins Meer zu werfen und abzuwarten, ob irgendwann nochmal irgendjemand was damit anfängt. Herbert Marcuse, von dem ich jetzt bisher noch nicht gesprochen habe, der lange Zeit der engste Mitarbeiter von Horkheimer war, stand dieser Idee von Anfang an eher kritisch gegenüber. Und er glaubte auch schon vor dem Weltkrieg, aber auch nach 45, man müsse die Kritik an den Verhältnissen noch nach wie vor aktiv unter die Leute bringen. Davon wird noch die Rede sein. Jedenfalls trennte sich dann der Weg Marcuses auch vom Institut und von Horkheimer, nachdem Horkheimer ihn nicht weiter finanzieren wollte und konnte, und ging dann eigentlich so seinen eigenen Weg und blieb als Universitätsdozent in Kalifornien. Adorno und Horkheimer gingen dann Anfang der 50er Jahre trotz schwerer Bedenken zurück nach Deutschland und das Institut nahm in Frankfurt seine Arbeit wieder auf. Diese Entscheidung waren ziemlich intensive Debatten vorhergegangen, ob es gewagt werden könnte, ins Land der Täter zurückzukehren. Das ist gar nicht so eine banale Frage. Also Horkheimer beispielsweise war es sehr wichtig, dass er seine amerikanische Staatsbürgerschaft behalten konnte. Das war eine der zentralen Voraussetzungen für ihn, überhaupt nach Deutschland zurückzukehren. Das zeigt, finde ich, ganz gut, wie unsicher er sich war, ob man überhaupt diesem Experiment namens Bundesrepublik Deutschland trauen könne. Ein Grund für ihn und Adorno zurückzukehren war auf jeden Fall meines Erachtens zur Re-Education der Deutschen beizutragen und eben die junge Generation hier in Deutschland möglichst fortschrittlich zu erziehen. Für sie war im Grunde klar, dass sich das nationalsozialistische Grauen wiederholen würde, wenn man nicht dem versuchen würde, irgendwas entgegenzusetzen. Und man tut eigentlich ganz gut daran, sich nochmal kurz zu rekapitulieren, in was für eine Situation die sozusagen herkamen. Deutschland war zerstört, die Deutschen nahmen das Ende des Krieges als Niederlage wahr und mit autoritärem Denken, Rassismus, Antisemitismus, völkischem Nationenverständnis, Antiziganismus wurde in keinster Weise gebrochen damals. Das ist ja allgemein so ein gesellschaftliches Thema, was man mit Postfaschismus, finde ich, eigentlich ganz gut beschreiben kann. Trotzdem kamen sie eben zurück und es entstand eine Situation, als sie dann wirklich Professuren an der Universität erhielten, wo sie das Gefühl kriegten, vielleicht doch noch ihre Flaschenpost selbst weitergeben zu können. Ich möchte da ein Zitat von Adorno vorlesen, von 1953, der schrieb in einem Brief an Horkheimer: Angesichts dessen jedoch, dass wir kaum mehr hoffen können, selbst die Subjekte jener Praxis zu sein, die das Unheil wenden könnte, kommt alles darauf an, dass wir in einer Kontinuität stehen, die uns die Hoffnung gibt, dass nicht alles, was sich in uns angesammelt hat, mit uns verloren geht. Die Beziehung zu ihren jungen Studierenden in Frankfurt war beiden sehr wichtig und sie begriffen diese jungen Akademikerinnen, mit denen sie da konfrontiert waren, durchaus als ihre Schülerinnen und Schüler. Und es gibt durchaus die Hoffnung, dass diese jungen Leute eben als Politikerinnen, Journalistinnen, Philosophinnen und so weiter zur Demokratisierung der deutschen Verhältnisse würden beitragen können. Darauf komme ich auch später noch zurück. Jedenfalls, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in den Zeitraum, um den es eigentlich geht, war diese Beziehung sehr eng zu vielen der Studierenden und etwa Horkheimer war am Anfang auch ziemlich begeistert von den frühen politischen Aktivitäten, etwa des Frankfurter SDS, ich weiß nicht, ob das bei Benecke letzte Woche eine Rolle gespielt hat, also beispielsweise die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit der eigenen Institute, der eigenen Professorinnen und Professoren oder die Boykottaufrufe gegen neue Filme von Veit Harlan, der diesen
antisemitischen Hetzfilm Jud Süß gedreht hatte. Da gab es dann also von Seiten des SDS durchaus Aktivitäten, die sozusagen sich im weitesten Sinne mit der deutschen Vergangenheit beschäftigt haben, wo also die kritischen Theoretiker durchaus sehr angetan waren, dass junge Deutsche sich überhaupt für sowas begeistern ließen. Problematisch wurde das Verhältnis zu den Studierenden ab dem Moment, wo diese also motiviert durch den Vietnamkrieg, durch die reaktionäre Situation an den Hochschulen und durch die Diskussion um die sogenannte Notstandsgesetzgebung sich zu radikalisieren begannen und es plötzlich nicht mehr um die Aufarbeitung der deutschen Geschichte ging, sondern um die sozialistische Weltrevolution. Den Prozess kann ich jetzt nicht so im Einzelnen rekonstruieren, aber wichtig scheint mir auf jeden Fall auf ein paar Sachen hinzuweisen. Erstmal ist diese Protestbewegung auf keinen Fall eine, die sich wirklich um das Jahr 1968 konzentriert, sondern eigentlich den größten Zulauf hatten APO und SDS kurz nach dem 2. Juni 67, also nachdem Benno Ohnesorg erschossen worden war von einem Bullen. Und die Aktiven damals, das darf man sich keine Illusionen hergeben, stellten eigentlich die ganze Zeit eine sehr kleine Minderheit dar. Von daher ist es mit der Studierendenbewegung auch immer so ein bisschen schwierig. Jedenfalls gab es zu diesem Zeitfenster eine doch verhältnismäßig breite Rezeption der Werke Adornos, Horkheimers, Marcuses und auch Benjamins, die dann eben raubkopiert und gelesen wurden. Und das war überhaupt eigentlich der erste Anfang so einer Rezeption der kritischen Theorie in der BRD. Bei Marcuse, der in den USA geblieben war als Professor, gab es ja diese Studierendenbewegung schon ein bisschen früher als der BRD. In der BRD, die hat allerdings ein bisschen anders funktioniert. Da ging es eher um Bürgerrechte, die war nicht so sehr linksradikal geprägt, sondern hat sich sehr stark mit so einer liberalen Bürgerrechtsbewegung und auch so einer antirassistischen Bewegung überschnitten. Das wird auch in Zukunft eine Rolle spielen, das ist also wirklich eine verhältnismäßig andere gesellschaftliche Situation auf jeden Fall. In Frankfurt, in der BRD, kam es dann eben zunehmend zu Konflikten zwischen Horkheimer, Adorno und ihren Studierenden, zum einen wegen der demonstrativen Solidarität Horkheimers gegenüber den USA, aber auch wegen der Weigerung Adornos, wird noch eine Rolle spielen, auch sich eben für diese Bewegung vereinnahmen zu lassen. Jedenfalls wurde schon im Juli 67, als Marcuse in überfüllten Hörsälen von den Möglichkeiten der studentischen Revolte sprach, wurde ein Vortrag Adornos zu Goethes Iphigenie vom SDS aus Berlin mit dem Hinweis gestört, Adorno verweigere sich aus seniler Feigheit den praktischen Folgen seiner eigenen Theorie. Es gab also im Zuge dieses Radikalisierungsprozesses dann so eine Art Abgrenzungsbewegung von den kritischen Theoretikern und die Studierenden bewiesen sich doch als ziemlich unbequeme Nachfolgerinnen und Nachfolger und zunehmend wurde es eben nötig für Adorno und aber auch für Marcuse eben dazu Stellung zu nehmen, wie da ihre Theorie jetzt plötzlich benutzt und gelesen wurde. Ja, und der endgültige Bruch zwischen Adorno und der Studierendenbewegung, also von Seiten der Studierenden, wie ich eben sagen würde, das dürfte bekannt sein, vollzieht sich dann mit der Besetzung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, wo dann die Polizei gerufen wurde von Adorno, um diese Besetzung zu beenden und daraufhin dann seine Vorlesungen gesprengt wurden. Übrigens ein Problem, was Marcuse in den USA gar nicht hatte, ganz im Gegenteil. Nach dem Mord an Martin Luther King haben sogar Studierende dann nachts schwer bewaffnet Marcuses Haus bewacht, weil man eben befürchtete, er wäre der Nächste auf der Liste. Soweit dazu. Jetzt trinke ich einen Schluck Wasser. Und möchte jetzt, wie gesagt, als Nächstes den Reaktionen auf die Studierendenbewegung nachgehen. Ich fange mit Adorno an. Um Adornos Reaktion auf die Studierendenbewegung ranken sich eigentlich bis heute noch zwei große Mythen, die immer wieder vorgetragen werden. Der erste besagt sowas wie, dass Adorno eigentlich dieser Studentenbewegung von Anfang an ziemlich ablehnend gegenübergestanden hätte. Der andere behauptet, Adorno habe erst Sympathie für diese politische Bewegung gehabt und sich dann aber um 180 Grad gedreht und sich mehr oder weniger abgewandt. Ich würde sagen, wenn man sich die Mühe gibt, genauer hinzugucken, die Quellen auszuwerten, dann zeigt sich eigentlich, dass beides falsch ist. Ich würde sagen, es ist so, dass die Sympathie und die Solidarität mit dieser Protestbewegung eigentlich von Anfang an mit einer sehr scharfen Kritik an gewissen Vorstellungen innerhalb dieser Bewegung einhergingen bei Adorno. Zum Beispiel nach dem 2. Juni 67, also nachdem Benno Ohnesorg ermordet worden war, schloss er sich zum Beispiel demonstrativ der studentischen Forderung nach einer Aufklärung der Todesumstände an, hielt auch in seinen Vorlesungen Schweigeminuten für Ohnesorg ab zum Beispiel, und verteidigte auch öffentlich die Studierendenbewegung gegen gewisse reaktionäre Tendenzen, die dann ja
Bild-Zeitung und ähnlichem durchbrachen, wo es dann also diese antisemitisch konnotierten Ressentiments gab gegen die faulen Intellektuellen, die faulen Studierenden, die nicht arbeiten wollen und so weiter. Da bezog Adorno häufiger Stellung und er bezog sich auch immer wieder öffentlich positiv auf diese Studierendenbewegung, wie zum Beispiel in seiner Soziologievorlesung 68, die vor kurzem, noch gar nicht so lange her, jetzt veröffentlicht worden ist. Da möchte ich ein längeres Stück zitieren. Ich möchte sagen, das Beglückende für einen älteren Menschen wie mich an der Bewegung der Studenten ist, dass die Annahme, wie sie zum Beispiel in den negativen Utopien von Huxley oder von Orwell gemacht worden ist, dass diese Integration so glatt einfach aufgehe, dass die Einrichtung der Gesellschaft es fertigbringe, dass man in der Hölle lebt und die Hölle gleichzeitig für den Himmel hält, dass das also doch nicht klappt. Das funktioniert nicht. Und darin liegt etwas unbeschreiblich Hoffnungsvolles. Man kann also allein an diesem Zitat sehen, dass Adorno der Studierendenbewegung durchaus eine Art politischer Bedeutung beimaß und auch vielen ihrer Anliegen, wenn es um Hochschuldemokratisierung, Demokratisierung der Gesellschaft und so weiter ging, durchaus wohlgesonnen war. Genau. Und ein zweiter sehr eindrucksvoller Beleg für diese Solidarität findet sich in einem Entwurf Adornos, der nie gedruckt worden ist. Und zwar ein Entwurf für das Vorwort zur Neuauflage der Dialektik der Aufklärung von 1969. Also das hatte Adorno mal so eingetippt, ist aber dann nie wirklich aufgenommen worden in dieses Vorwort. Und das möchte ich auch zitieren. Eine Erfahrung ist in dem Buch nicht antizipiert, ob zwar sie in anderen unserer Texte angedeutet wird. Gegen den Übergang zur verwalteten Welt, der nicht bruchlos, sondern über Diktatur und Kriege sich vollzieht, setzt zumindest die Jugend sich zur Wehr. Die Protestbewegung in allen Ländern der Erde, in beiden Blöcken, sowohl wie der Dritten Welt, bezeugt, dass nicht so glatt zu integrieren ist. Verhülfe das Buch den Impulsen des Widerstandes zu einem Bewusstsein, das sie aufhält und daran hindert, blinder Praxis aus Verzweiflung sich zu unterstellen und kollektivem Narzissmus zu verfallen, so könnte ihm das eine reale Funktion verschaffen. Hier ist also zu einem Zeitpunkt, wo Adorno schon längst wirklich scharfe Konflikte hatte mit seinen Studierenden, ziemlich explizit die Hoffnung geäußert, dass diese sozusagen von diesen albernen Revolutionsspielchen Abstand nehmen mögen und stattdessen sozusagen sich wirklich über ihre Rolle klar werden, lesen und nachdenken mögen, um dann vielleicht wirklich eine Politik zu betreiben, die im Sinne der kritischen Theorie einiges Positives erreichen könne. Und immerhin bezeichnet er die Protestbewegung hier auch ernsthaft als Widerstand. Genau, also das nur als zwei Beispiele für diese doch insgesamt bis zum Schluss, bis zu seinem Tode durchgehaltene rechtssolidarische Haltung. Er hat sich auch nie dazu hinreißen lassen, und das hat man ihm häufig angeboten, sich mal ganz generell zu distanzieren. Scharfe Kritik übte er allerdings schon 1967 an der Vorstellung einiger linksradikaler Studierender, sie könnten unter gegenwärtigen Umständen im globalen Bündnis mit Mao, Che Guevara und Ho Chi Minh die sozialistische Weltrevolution durchsetzen. Diese Idee kritisierte er schon 67 als völlig naiv, wie er auch den zunehmenden Aktionismus und die Gewaltbereitschaft der Protestbewegung kritisierte. In einer Diskussion drückte das Adorno so aus, ich zitiere, es werde in diesen Bestrebungen die gesellschaftliche Macht völlig falsch eingeschätzt. Man glaubt, dass durch die geistige Diskussion und die Berufung auf geistige Prinzipien an den Machtverhältnissen sich etwas ändert. Allen Versuchen, ihn als bekannten Intellektuellen für die Sache der Protestbewegung zu vereinnahmen, erteilte er deswegen trotz seiner Sympathie eine deutliche Absage. Und er forderte von den Studierenden, sich auf das kritische Denken anstatt auf Revolutionsfantasien zu konzentrieren. Das Zitat ist gerade schon gefallen. Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert, formulierte er in seinem Text Resignation von 1969. Und auch hier zeigt sich überhaupt, wie in diesen Texten, die direkt auf die Studierendenbewegung Bezug nehmen, dass Adorno offenbar auch sehr erschrocken war, für was seine Theorie eigentlich so alles in Anschlag gebracht wurde. Marcuse hatte schon Anfang der 60er Jahre mit studentischen Protesten in den USA zu tun. Der trat auch sehr früh als Redner gegen den Vietnamkrieg auf studentischen Teach-ins und ähnlichen Veranstaltungen. Viel stärker als Adorno nahm er die Studierendenbewegung ernst als eine radikale Systemopposition und er suchte auch viel direkter den politischen Kontakt zu diesen Studierenden in den USA, aber auch in Deutschland und Frankreich. Sehr offen stand er dazu, dass die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden und eine ganz andere Gesellschaft erkämpft werden müsse und dass er in diesem Punkt
eben mit diesen radikalen Studierenden völlig einig sei. Er wechselte Briefe mit aktiven Studierenden in den USA, sehr spannender Briefwechsel übrigens mit Rudi Dutschke. Und dazu muss man allerdings sagen, dass Marcuse in den USA diese Bewegung eben als was Gegebenes vorfand, was wirklich ein Unterschied in der Situation zu Adorno ist. Wie auch insgesamt die gesellschaftliche Situation in den USA eine andere war. Es gab zwar also die McCarthy-Ära und durchaus reaktionäre und auch faschistoide Tendenzen, aber die USA waren kein postfaschistischer Staat und sie waren auch im Weltkrieg ihren liberalen Traditionen im Großen und Ganzen treu geblieben. Marcuse allerdings trat auch dann in Europa immer wieder als Redner auf, 67, 68 auf großen Kongressen in Berlin. Und ja, das dürfte ja auch einigermaßen bekannt sein. Er ist dann wirklich zu so einer Art Popstar avanciert. Sein Buch, Der eindimensionale Mensch, ist dann ein absoluter Bestseller geworden. Und das, obwohl Marcuse immer wieder betont hat, auch vor den aktiven Studierenden selber, dass diese Bewegung maximal die Rolle eines Katalysators würde spielen können, indem sie eben die Öffentlichkeit aufklärten. Was damit genau gemeint ist, komme ich da noch zu. Und er auch den Studierenden immer ganz klar gesagt hat, um Revolutionen könne es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gehen. Das ist deswegen wichtig zu betonen, weil dieser Mythos, dass Marcuse die Studierendenbewegung für die neue revolutionäre Klasse gehalten habe, der hält sich bis heute. Und das ist in dem Sinne nicht ganz unwichtig, dass man das klarkriegt, dass er also auch durchaus gegen einigen lautstarken Protest vor diesen Podien immer wieder gesagt hat, Freunde, um Revolution geht es gerade nicht. Diese beiden doch sehr unterschiedlichen Auffassungen von der Bedeutung der Studierendenbewegung prallten dann aufeinander, vor allem in dem Briefwechsel, den Adorno und Marcuse unterhielten, zwischen 67 und 69. Das sind Briefe, wo in zunehmend scharfen Ton gestritten wird um die Protestbewegung und ihre politische Praxis. Und da kann ich nur dazu raten, wen das interessiert, sich an dieses Buch von Wolfgang Kraushaar zu halten, Von der Flaschenpost zum Molotow-Cocktail heißt das, mit riesendickem Materialband, wo diese Briefe alle abgedruckt sind. Die beiden haben sich dann nämlich nicht mehr getroffen. Also Marcuse war zwar immer in Europa, aber es ist nie zu Treffen gekommen, obwohl es immer wieder beide ansprachen, weil die auch alte Freunde und Bekannte waren. Ging es immer wieder darum, ob man sich nicht mal in Ruhe trifft und diese Differenzen mal ausdiskutiert. Dazu ist es nie gekommen. Aber in den Briefen forderte Marcuse ein viel schärferes, ein viel expliziteres Bekenntnis zur Studierendenbewegung von Adorno. Und Adorno kritisierte gegenüber Marcuse den Aktionismus der Studierenden und konstatierte, die kritische Studierende müssen sich derzeit auf die Theorie und die Kritik beschränken. Der briefliche Streit ist dann, kann ich jetzt auch nicht alles im Einzelnen nachvollziehen, weil das zu lange dauern würde, aber verhältnismäßig eskaliert, vor allem ab dem Moment, wo eben diese Institutsräumung anstand und Marcuse dann sich mit den Studierenden solidarisch erklärt hat und Adorno vorwarf, mit dem Ruf nach den Bullen eben einen Fehler gemacht zu haben. Ich zitiere mal aus so einem Brief: Brutal, wenn die Alternative ist Polizei oder Studenten der Linken, bin ich mit den Studenten. Schreibt er also an Adorno im April 69. Und Adorno reagierte dann darauf ziemlich enttäuscht und verletzt und schrieb an Horkheimer, dass er nicht mehr wisse, wie ein offener Bruch mit Marcuse eigentlich noch zu verhindern sein könne. Zu diesem Bruch kam es dann allerdings nicht mehr, da Adorno ja im August 69 starb, ohne sich eben nochmal mit Marcuse getroffen zu haben. Aber der Briefwechsel zeigt eigentlich ganz spannend, dass die beiden sich politisch doch verhältnismäßig weit auseinander entwickelt hatten und dass das eben sich entzündete vor allem an der Einschätzung dieser Studierendenbewegung. Genau. Wen das interessiert, wie gesagt, das ist wirklich sehr schön, das nachzulesen. Genau. Und jetzt werde ich versuchen, diese unterschiedlichen Einschätzungen zu erklären oder verstehbar zu machen. Und dazu möchte ich jetzt zu dieser, wie ich das genannt habe, politisch-theoretischen Gegenwartsdiagnose kommen. Also Unterschiede vor allem im Denken zwischen Adorno und Marcuse zeigen, die diese Reaktionen zu erklären helfen. Genau. Und wie gesagt, also meine Behauptung ist lediglich, wenn man sich das genauer anschaut, kann diese Reaktion eigentlich nicht mehr überraschen. Es geht mir nicht darum, eben irgendwas da logisch abzuleiten. Und beginnen möchte ich jetzt mit dem Gesellschaftsverständnis Adornos. In den 60er Jahren ist der Zentralbegriff bei Adorno für das Verständnis der Gegenwartsgesellschaft das Wort von der verwalteten Welt. Gemeint ist damit, dass die bürgerliche Gesellschaft sich
seit etwa der Wende zum 20. Jahrhundert, also seit der Entwicklung zum Monopolkapitalismus und zum autoritären Staat, endgültig zu einer Totalität zusammengezogen habe. In einem paradigmatischen Satz aus einem Vortrag von 1968, ich zitiere, alles ist eins. So wie Adorno hier aus rhetorischen Gründen seine Position sehr überspitzt darstellt, werde ich auch im Folgenden übrigens seine und Marcuses Position immer ein bisschen eindeutiger darstellen, als sie sind, um einfach die Unterschiede fassbar zu machen. In der, wie Adorno es nennt, vergesellschafteten Gesellschaft ist alles miteinander geregelt und vermittelt. Die durchgesetzte Tauschgesellschaft macht alles tauschbar und damit auch instrumentell einsetzbar. Auch die Menschen und das Individuum. Die gesellschaftlichen Zustände hätten sich derart zugunsten der bestehenden Herrschaft verhärtet, dass es für den Einzelnen eigentlich keine Chance mehr auf ein selbstbestimmtes Leben und irgendeine Form von Spontanität gegeben werde und eigentlich die Einzelnen als letzte individuelle Regung noch übrig hätten, die Angst aus dem Verwertungsprozess als überflüssig aussortiert zu werden. Die gegenwärtige Gesellschaft sei zwar noch eine kapitalistische und damit auch eine widersprüchliche Klassengesellschaft, aber sie sei eben mittlerweile umfassend integriert. Der Begriff der verwalteten Welt bezeichnet sowohl die westlichen Demokratien als auch den Realsozialismus in der UdSSR, aber auch gewisse Elemente des Nationalsozialismus. Und in dieser Situation kann Adorno eigentlich keine reale Gegenbewegung gegen diese Tendenz zur verwalteten Welt ausmachen. Das Individuum, das unter derzeitigen Gegebenheiten nicht mal mehr so eine bürgerliche Form von Ich-Stärke ausbilden könne und zudem noch der verdummenden Kulturindustrie ausgesetzt sei, sei jedenfalls ohnmächtig geworden. Und überhaupt sei es fragwürdig, ob unter den gegebenen Bedingungen überhaupt noch so etwas Ähnliches wie Individualität möglich sei, wie es in diesem oft zitierten Aphorismus gesagt ist, bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen. Und dazu kommt, dass in Auschwitz, so wie es in der negativen Dialektik von Adorno formuliert ist, dem Einzelnen sogar noch das allerletzte genommen worden ist, nämlich ein individueller Tod. Und dies alles verhindere, dass radikale Veränderung möglich sei, weil nämlich verhindert sei, dass in der Gesellschaft, ich zitiere, jene sich entwickeln, die fähig wären, sie zu durchschauen und daraus die rechte Praxis abzuleiten. Das ist ein Zitat von 1953. Die emanzipatorische Veränderung der Welt, wie sie eigentlich das Ziel der kritischen Theorie seit Marx ist, ist damit für Adorno vorerst suspendiert. Dass Marx sich irrte und die Revolution nicht kam, nahm Adorno sehr ernst. Das alte Subjekt des Marxismus, die Arbeiterinnenklasse, war für ihn als politische Kraft untergegangen und ein neues Subjekt vorerst nicht in Sicht. Die kritische Theorie, für die er weiterhin einstand, könne zwar den gesellschaftlichen Zusammenhang noch erkennen und sich darum bemühen, die Wahrheit über das, was ist, auszusprechen, aber zu einer politischen Wirklichkeit drängen diese Gedanken für ihn nicht mehr. Für Adorno ist selbstverständlich, dass Gesellschaft verändert werden kann und sich auch ständig verändert, aber die verwaltete Welt, also kann auch diese gesellschaftlichen Widersprüche nicht vollends stilllegen, aber er sah vorerst keine Möglichkeit, diese Veränderung bewusst herbeizuführen. Viele dieser Einschätzungen Adornos werden zwar von Marcuse zum gleichen Zeitpunkt geteilt und in seinem Zentralwerk Der eindimensionale Mensch benutzt er auch ganz ähnliche Begriffe. Also er spricht von der eindimensionalen Gesellschaft, von der Gesellschaft ohne Opposition und so weiter. Obwohl die technischen Mittel für eine befreite Gesellschaft längst vorhanden seien, ändere sich nichts am herrschenden Zustand, weil das Proletariat eben integriert sei und der Komplex aus Massenmedien, Scheinpluralismus und technokratischer Vernunft jede Opposition im Keim ersticke. Im Gegensatz zu Adorno sah Marcuse allerdings stärker Brüche im Bestehenden und das hängt vor allem mit seinem Blick auf das Individuum zusammen. Dieses Individuum ist nämlich für Marcuse, wie er das nennt, vor allem an die bestehende Ordnung über das gebunden, was er falsche Bedürfnisse nennt. Also beispielsweise das Bedürfnis nach Arbeit, nach Fernsehen, einem schnellen Auto und so weiter. Grundsätzlich, sagt Marcuse, ist es aber möglich, durch eine Neubestimmung der Bedürfnisse eben diese Bedürfnisse zu überwinden, zu kritisieren und, wie er das nennt, wahre Bedürfnisse zu entwickeln. Die Bedürfnisse nach Freiheit, nach Solidarität, menschlicher Nähe und Ruhe, die Marcuse in der Triebstruktur des Menschen verankert sieht.
da wird dann immer viel darauf verwiesen, und das würde ich auch tun, dass sich an diesem Argumentationspunkt oft Versatzstücke existenzialistischer Philosophie finden bei Marcuse. Ich weiß nicht, weil das bekannt ist, dass er also in den 20ern, in den späten 20ern eine sehr intensive Prägung durch Heidegger erfahren hat. Das ist nochmal ein sehr komplexer Sachverhalt, auf den ich jetzt auch nicht im Einzelnen angehen kann. Auf jeden Fall versucht Marcuse im Gegensatz zu Adorno das Individuum an noch als auch was Eigenständiges zu denken, was der Gesellschaft in gewisser Weise gegenübersteht. Genau, zurück zu den wahren Bedürfnissen. Da möchte ich jetzt zurückgreifen auf die Argumentation Marcuses aus seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft von 1955. Das ist eine Auseinandersetzung mit Freud, wo Marcuse Freud dafür kritisiert, dass der das Realitätsprinzip und damit eine gewisse Form von Triebunterdrückung für transhistorisch notwendig hält, damit die Menschen überhaupt zur Vergesellschaftung fähig sind. Und Marcuse sagt dann eben, dass der technische Fortschritt eigentlich mittlerweile so weit gediehen ist, dass dieses Realitätsprinzip, das sich in der Gegenwartsgesellschaft als Leistungsprinzip äußert, abgebaut werden kann und diese extreme Form der Triebunterdrückung eigentlich nicht mehr nötig ist. Und es dann darum gehen muss, auf Basis des Lustprinzips eine neue Form von Vernunft, von Vernünftigkeit und neue Form von Vergesellschaftung zu entwickeln. Und er geht dabei immer auf, dass diese Bedürfnisse nach einem befriedeten Dasein sich immer nicht ganz, den Menschen nicht ganz austreiben lassen. Also das Lustprinzip nie ganz unterdrückt werden kann von so einem Realitätsprinzip. Und das schreibt er schon 55, diese unterdrückten Bedürfnisse könnten sich jederzeit als, wie er das nennt, große Weigerung politisch aktualisieren. Was hat er? Und während das also Mitte der 50er Jahre noch eher so ein einsames Schreibtischprojekt war und er auch in diesem Zentralwerk Der eindimensionale Mensch von 64 noch nicht ausmachen konnte, ob sich diese große Weigerung nochmal aktualisieren würde, zeigte für Marcuse der Aufbruch gewisser Teile der Jugend und der jungen Intellektuellen in den 60ern, dass die Gesellschaft tatsächlich einen gewissen Überschuss an Bedürfnissen produzierte, die sie selbst nicht mehr befriedigen konnte. Und vor allem die völlig utopischen Forderungen dieser Protestbewegung, also beispielsweise im Pariser Mai, wo dann so Formulierungen gefunden werden wie seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche und so weiter, standen für Marcuse für diese revolutionäre Fantasie. Im Gegensatz zu Adorno sah er also durchaus in der Studierendenbewegung so etwas wie eine wirkliche Bewegung gegen das Bestehende, wenn auch ohne jede gesellschaftliche Macht. Und auch wenn er sicher war, dass das nicht die Revolution bedeuten würde, diese Minderheitenbewegung, war er doch sehr sicher, dass das was sein würde, was eine große Auswirkung haben würde auf die Gegenwartsgesellschaften. Und er hoffte, dass als sogenannter, wie er es immer dann nennt, Katalysator, die Studierendenbewegung eben den Konservatismus der Mehrheitsbevölkerung würde aufbrechen können. Weil aufgrund dieses Triebstrukturarguments, wie ich es gerade schon gesagt habe, er eigentlich davon ausgeht, dass das Bedürfnis nach einem befreiten und befriedeten Leben eigentlich in allen Menschen verankert ist. Und man dadurch solche Forderungen auch verallgemeinern kann. Genau, das ist also so ein Punkt, dass Marcuse sehr begeistert ist, dass es überhaupt wieder eine Art von radikal denkender Bewegung gibt, die überhaupt ein anderes Leben einfordert. Man muss dabei aber dann wissen, dass der Anspruch ist eigentlich sehr gering. Ich habe es eigentlich gerade schon gesagt. Marcuse glaubt überhaupt nicht, dass er hier eine neue revolutionäre Kraft gefunden hat, sondern er glaubt eher, dass sich da in so Minderheitsgruppierungen gewisse radikale Bedürfnisse äußern, die in gewisser Weise, wenn sie organisiert werden, vielleicht durchaus wieder den Weg zu einer Veränderung der Gesellschaft freimachen können. Und von da aus bin ich dann eigentlich auch schon bei meinen Überlegungen zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Da ist eine Vorbemerkung wichtig. Einerseits, wenn ich im Folgenden von Praxis spreche, dann meint das nicht einfach handeln oder was tun, sondern gemeint ist Praxis im Sinne von emphatischer Praxis, wie Marx das in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie formuliert hat, nämlich, ist wahrscheinlich bekannt, das Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.
diese Praxis, diese umwerfende Praxis, müsste letztlich auf eine ganz andere, eine befreite Gesellschaft rauslaufen, die in der Tradition kritischer Gesellschaftstheorie gemeinhin Kommunismus genannt wird. Und der Streit zwischen Marcuse und Adorno drehte sich genau darum, ob diese emphatische Praxis, also die gesellschaftsumwertende Praxis, zum derzeitigen Zeitpunkt möglich wäre. Und dann nochmal wichtig, mir darauf hinzuweisen, dass die beiden schon unter sehr unterschiedlichen, ich habe versucht, das grob zu skizzieren, unter sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen auch dachten und auch mit sehr durchaus unterschiedlichen Studentenbewegungen konfrontiert waren. Genau. Jedenfalls ist für Adorno, und das ist ja vielleicht auch schon deutlich geworden, diese emphatische Praxis Ende der 60er Jahre unmöglich geworden. Er glaubte sich auf die Philosophie zurückgeworfen, auf die Theorie, um das praktische Scheitern der Kritik, also vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts, überhaupt erstmal zu begreifen, bevor man wieder sich neue Gedanken machen kann über den nächsten Anlauf. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich jetzt nochmal ein letztes, längeres Zitat vorlesen. Das ist der Einstieg aus der negativen Dialektik, also Adornos ziemlich spätes philosophisches Hauptwerk, wo dieser Gedanke eigentlich ganz schön formuliert ist. Ich zitiere: Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Das summarische Urteil, sie habe die Welt bloß interpretiert, sei durch Resignation vor der Realität verkrüppelt auch in sich, wird zum Defätismus der Vernunft, nachdem die Veränderung der Welt misslang. Sie gewährt keinen Ort, von dem aus Theorie als solche des Anachronistischen, dessen sie nach wie vor verdächtig ist, zu überführen wäre. Vielleicht langte die Interpretation nicht zu, die den praktischen Übergang verhieß. Also das ist im Grunde eine implizite Kritik an Marx, wo gesagt wird, dass die Theorie eben, die sich kurz vor dem Sprung in die Praxis wähnte, also die marxische Kritik Mitte des 19. Jahrhunderts, falsch lag und dass dieser Punkt eben erstmal überhaupt theoretisch durchdrungen werden muss, bevor man sich eben Gedanken über das Wie weitermachen kann. Anstatt eben durch eine Forderung nach der praktischen Anwendbarkeit der Theorie den Gedanken abzuwürgen. Der ständige Ruf nach der Praxis ist für Adorno eben keine Gegenbewegung gegen das Bestehende, sondern vielmehr ein Teil des Problems. Und das ist der Vorwurf, den Adorno dann auch den Studierenden macht. Sie seien im Grunde schwache linke Intellektuelle, die ihre eigene Ohnmacht nicht einsehen wollten und ihre Unsicht mit Pseudopraxis überspielten. Und dabei wirkt eben diese Studierendenbewegung auch noch den kritischen Gedanken ab, weil es ja auch in diesen Kreisen durchaus ganz verschiedene Ansätze gab, weil man damit sich ganz unterschiedlichen Theorieströmungen auseinandergesetzt hat und es wirklich auch eine ganz, bevor eben dieser krasse Aktionismus sich durchsetzte, auch ein ganz offenes Moment war. Adorno räumte also der Theorie die höchste Bedeutung bei, weil die verwaltete Welt den Weg zur Praxis verbaut habe. Und wenn eine kritische Theorie das erkenne, dann müsse sie daraus auch die Konsequenzen ziehen und die Hoffnung auf Praxis im Sinne von Revolution erstmal aufgeben. Und für Adorno ist dann erstmal an der Zeit so eine Art reformistischer Praxis. Zum Beispiel der Versuch, Lebensumstände zu verbessern, in der Demokratie erstmal überhaupt, in der BRD überhaupt erstmal eine Demokratie zu etablieren, eine kritische Öffentlichkeit zu etablieren und ähnliche Dinge mehr. Und das machte Adorno dann ja auch im weitesten Sinne, indem er also Vorträge hielt, Radiosendungen machte und so weiter und versuchte irgendwie kritische Inhalte zu verbreiten und auch in seiner Universitätslehre versuchte, kritisch denkende Menschen zu erziehen. Es gibt ein Zitat, wo er sagt, der derzeitige Moment sei die Zeit der Theorie. Also er begriff quasi den Moment nach 45 in der BRD als historische Atempause, wo man erstmal die Zeit nutzen müsste, um überhaupt erstmal nachzudenken über das, was alles schiefgelaufen ist in der Geschichte des Marxismus und der kritischen Theorie. Und die Praxis der Studierendenbewegung, wie Adorno sie dann kritisierte, war für ihn vor allem geprägt von Mitmachen, von Betrieb, von Aktionismus und auch von einer dezidierten Theoriefeindschaft, die dann sogar zum Faschismus tendiert. Das gibt es an einigen Stellen so Andeutungen, in dem Maße, wo jemand, da gibt es so ein Zitat, wo jemand, der lieber arbeitet, anstatt zu demonstrieren, dann zum Verräter gestempelt wird. Oder, das ist ein weiteres Argument, was er auch stark macht, gegen Marcuse in seinen Briefen, wo er berichtet von der Sprengung einer Veranstaltung mit dem israelischen Botschafter Asher ben Natan in Frankfurt 69. Es war also so, dass der SDS dann da reingerockert ist und den Botschafter eben als Faschisten beschimpft hat, was Adorno hochgradig beunruhigt hat.
Wie Adorno sich überhaupt die Veränderung der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt vorgestellt hat, finde ich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Es finden sich immer mal wieder so Versatzstücke, wo klar gemacht wird, dass es durchaus denkbar ist, dass der Weg zur Praxis sich wieder öffnet, aber das eher so als Folge von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und maximal, wenn es in Deutschland zumindest eine durchgesetzte Demokratie gibt und durchaus nicht als Folge der politischen Praxis irgendwelcher linker Minderheiten. Bei Marcuse liegt dann die Sache in der Tat ziemlich anders. Auch ihm ist jede Theoriefeindschaft fremd, jeder Aktionismus in so einer politischen Bewegung völlig fremd. Die Vorwürfe sind zwar manchmal zu hören, aber die sind ziemlich absurd. Aber er bestand eben auf der per se befreienden Wirkung von Revolte, von, wie ich gerade schon gesagt habe, großer Weigerung und von auch so einem ganzen marginalen Prozess, weil er eben davon überzeugt war, dass so ein Protest auch bei anderen Menschen emanzipative Regungen würde wecken können. Und er vertraute eigentlich darauf, dass in den westlichen Demokratien einiges an Platz wäre für so eine politische Praxis, für Protest und die Verbreitung von kritischen Gedanken. Und auch wenn er eben klar hatte, dass so radikale Minderheiten wie die Studierendenbewegung maximal als Katalysatoren wirken könnte, war er sich doch im Laufe der 69, 70 dann auch ziemlich sicher, dass genau das auch passierte und dass die Studierendenbewegung, genau wie die Black Panthers in den USA oder auch die Dekolonisierungsbewegung in der dritten Welt durchaus was an den bestehenden Verhältnissen änderte. Und das ist eigentlich so der zentrale Unterschied, würde ich sagen, zu Adorno, dass mit dem Aufkommen dieser weltweiten Protestbewegung für Marcuse sich halt wirklich was ändert im Verhältnis von Theorie und Praxis, während er vorher also genau so wie Adorno in Deutschland eigentlich auch so ganz alleine an seinem Schreibtisch saß und überlegt hat, wie kann man Gesellschaft überhaupt kritisieren, war für ihn jetzt klar, jetzt kommt so eine Phase des Protestes, des Aufruhrs, es bewegt sich was und jetzt, was man jetzt unmöglich machen kann, ist sich jetzt aufs Denken zurückzuziehen. Und im Gegensatz, auch das in Streitpunkt zu Adorno, war er auch davon überzeugt, dass beispielsweise in der Gegengewalt, also in der Auseinandersetzung mit staatlicher Repression, auch Gewaltanwendung legitim sein könnte. Und er hat sich dann ja auch bis Ende der 70er Jahre immer mit den Folgen der Protestbewegung auch beschäftigt, mit der Frauenbewegung, Ökologiebewegung und so weiter. Und eben Aufklärung, sozialer Ungehorsam und ähnliches waren für Marcuse also durchaus die Möglichkeiten einer gewissen politischen Praxis, auch wenn diese politische Praxis eben nicht Revolution bedeuten würde. Genau. Und dann möchte ich noch zitieren, was er nach dem Tod Adornos dann zu diesem Komplex in einem Interview gesagt hat. Ich zitiere, das ist muss von 70 sein. Da sagt Marcuse, ich erinnere mich, dass ich noch in einem meiner letzten Briefe an Adorno geschrieben habe, dass ich genau wie er weiß, dass eine unmittelbare Umsetzung der Theorie in Praxis unmöglich ist. Dass ich aber auch glaube, dass die allzu starke Insistenz auf Vermittlungen auch zur Ausrede werden kann. Und da merkt man eigentlich, dass da auch so ein außertheoretisches, eher politisches Moment reinkommt, dass man davon ausgeht, zu einem gewissen Zeitpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung ist es für die kritische Theorie eigentlich geradezu eine Verpflichtung, sich einzumischen und dann auch Klarstellungen zu beziehen. Genau, jetzt komme ich eigentlich auch schon zum Ende und dann vielleicht gleich in die Diskussion. Wichtig scheint mir am Schluss noch zu betonen, dass wenn man sich aus der Sicht der kritischen Theorie die Studierendenbewegung anschaut, man eigentlich nicht entscheiden kann, oder ich zumindest nicht entscheiden kann, ob einer der beiden jetzt recht hatte mit seiner Einschätzung. Ich glaube, dass gerade diese Kritik am Aktionismus, gerade der deutschen Studierendenbewegung und des Konformismus und so weiter, durchaus, die Adorno formuliert hat, durchaus sehr zutreffend ist und dass das auch was ist, können wir vielleicht in der Diskussion dann gleich drauf kommen, was an der heutigen Linken durchaus noch zu kritisieren ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man durchaus auch in der Rückschau sagen, dass Marcuse durchaus recht gehabt hat mit dieser These, dass zumindest auf so einer zivilgesellschaftlichen, kulturellen Ebene alles, was da in den späten 60ern so in Bewegung kam, durchaus eine gewisser Eingriff in die Verhältnisse vorgelegen hat und eine gewisse Veränderung vorgelegen hat. Ja, vielleicht können wir darauf gleich in der Diskussion noch kommen. Je nachdem, was euch jetzt interessiert, könnte ich auch zu dem, was ich bisher gesagt habe, noch mehr sagen oder wir können auch das versuchen, dann auf heutige Verhältnisse noch ein bisschen zu übertragen. Ich will jetzt erstmal Schluss machen und danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.